Schon immer gewusst, dass der Einfluss der Porsche Austria in Österreich ein großer ist, das allerdings so groß ist, dass es der liebe Gott sogar schneien lässt anlässlich des Launches des neuen Golf-Variant 4Motion. Das hätte ich mir nicht gedacht. Fakt ist, das passt genau, um den permanenten Allradantrieb in dem neuen Variant so richtig testen zu können. Man glaubt es kaum, aber bereits jeder fünfte Golf ist ein Kombi. Ja, der Golf-Variant ist ein absolut praktisches Auto, vor allem für Familien und für Gewerbetreibenden. Nämlich er bietet einen Laderaum, ja, und zwar einen langen Laderaum im Gegensatz zu den SUVs oder der MPVs, die natürlich etwas höher gebaut sind. Jetzt auch mit Allradantrieb, war das so geplant? Ursprünglich war es nicht geplant, aber die Alpenländer haben natürlich ganz vehement ein solches Auto gefordert und wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt den Golf Variant 4Motion haben. Den längsten Golf aller Zeiten als 4Motion anzubieten, ist eine gute Idee. Schon alleine, weil sich die Allrad-Neuzulassungen in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt haben. Heuer zu Ostern konnte man wieder beobachten, wie sicherheitsrelevant Allradantrieb in kniffligen Situationen sein kann. Zum Thema Motorisierung. Jetzt ist man von Volkswagen gewöhnt, dass man einfach ins Regal greift und wirklich die ganze Bandbreite an Motorisierungen zur Verfügung stellt. Beim Golf-Variant in der 4Motion-Variante gibt es nur eine Motorisierungsvariante. Warum? Na, wir haben den wichtigsten Motor und das ist der 105 PS TDI. Das ist genau das ideale Motorisierungsangebot in dieser Fahrzeugklasse, auch in der Verknüpfung mit dem 4Motion. Und wir glauben, dass wir damit das Auslangen finden. Das ist ein sehr moderner Motor. Wir bieten das Auto in Verknüpfung mit dem 6-Gang-Getriebe an. Das ist also eine Novität. Und wir sind sehr davon überzeugt, dass dieses Auto hervorragend ankommen wird, vor allem in Österreich. Like ice in the sunshine, like ice in the sunshine. Aber auch bei uns schnalzen die Dieselpreise weiter in die Höhe. Ein niedriger Verbrauch ist deshalb wichtig. Der 4Motion Golf begnügt sich mit einem Durchschnittsverbrauch von 6 Litern. Das ist für einen Allradlaster ein Spitzenwert. Gar nicht so richtig VW, habe ich mir gedacht, wie ich das Design des Golf-Variant das erste Mal gesehen habe. Und jetzt, nach ein paar Monaten, ist er eigentlich schon wieder ganz, ganz typisch Volkswagen und das ist auch gut so. Man bekommt genau das, was man sich erwartet. Deutsche Qualität, Golf, einfach, wenn man sich hineinsetzt, wenn man damit fährt, nichts ist unbekannt, alles ist gelernt. Und hinten drunter ein riesiger Kofferraum unter der großen Heckklappe mit dem tiefen Ladeboden. Das ist auch gut, denn der Trend geht eindeutig dazu hin, dass man wieder auf Kombis bzw. Variant-Versionen sich konzentriert. Volkswagen, Opel und Ford haben das ja schon die letzten Jahre gemacht und waren damit immer erfolgreich. Die anderen Marken haben es ein bisschen vernachlässigt und sich eher um MPVs und SUVs gekümmert. Dieser Trend geht aber zu Ende, denn man sieht an den großen drei, also an Opel, Ford und Volkswagen, dass genau dieses Fahrzeugkonzept im Kommen ist, dass es die Bedürfnisse der Konsumenten wahrscheinlich am besten befriedigt und zu relativ kleinem Preis ein richtig vollwertiges Auto für Familie oder Fuhrpark stellen. Like